Ja, vorhin bei dem Vogel waren so viele und jetzt? Jetzt ist keiner da, dann mache ich mal so lange den Elite da. Brauche ich ja eh. Oh, die halten gut was aus. Wie viel hat denn der 1,1? Der ist halt gut gepanzert. Normal sind das eigentlich, sind die nicht problematisch. Dann lassen wir hier mal gleich die Meute drauf los. Er steht noch. Ist dann immer so die Sorge, wird er jetzt schon angegriffen? Also dieser Pfeil hier, for show previous entity, okay. Irgendwelche, das ist aber neu, oder? Oder habe ich das bis jetzt bloß nie gehabt? Dass man da durchscrollen kann. Hey, lass meine Pets leben hier. Sag mal, boah, die sind aber ganz schön stark. Also so aufs Maul haben meine Pets schon lange nicht mehr gekriegt. Gibt's den Jäger auch ohne Pets? Gibt's auch. Der Überlebensjäger, der ist Nahkampfjäger inzwischen. Der hat dann keine Pets mehr. Und der kämpft dann... Oh, so ein blöden Skarabäus hier noch mit drin. Hallo? Den habe ich aber nie ausprobiert. Wollte ich mal machen. Ich habe eine neue Jägerin angelegt, die ich sogar mal überlegt habe, ob ich die dann komplett, also von Anfang an im Stream spiele. Eben auch mit einer von den neuen Rassen quasi. Sie ist schon erstellt. Aber noch nicht eingeloggt, noch gar nichts gemacht. Und ich habe mir überlegt, dass wenn ich die spiele, dann sowieso erst zu Shadowlands, wenn das neue Level-System aktiv ist. Weil jetzt noch die hochleveln und das spare ich mir dann. Das mache ich dann, wenn... Oh, jetzt hat er uns angegriffen. Aber ich glaube, das dauert noch, bis der... Ich kann ja einmal drauf schießen. Hey! Jetzt werde ich auch noch weggeboostet. Ein blödes Garabios hier. Ja, super. Das freut. Also, hier kriegt man ganz schön aufs Maul. Und ich denke mal, das ist meistens so bei den neuen Gebieten. Wenn man Casual-Spieler ist, dass es an manchen Stellen richtig heavy ist, weil die Leute, die natürlich Raid-equipped sind, die wollen natürlich auch eine Herausforderung haben. Und für die passt das in der Regel ganz gut. So vom... Aber ich habe natürlich kein so ein sonderliches Equip. Für mich ist das hier dann schon so ein bisschen schwerer. Gut, dann machen wir jetzt mal den. Da sind ja sogar... Jetzt komme ich da dazu und meine Pets tun den gleich tanken. Na, sowas. Dann mache ich das mal weg. Vielleicht ist doch noch irgendwo einer... ein Tank unterwegs. Ah, meine Pets sind schon gleich wieder tot. Normal fressen die nicht so. So, jetzt haben wir nämlich noch eine Elite mitgekriegt. Das ist sehr schön. Und ich bin schon wieder halb tot. Da ist immer so ein Wind. Ich muss dagegen anlaufen. Sonnenwind oder was das ist. So, geben wir nochmal alles, was wir haben. Vielleicht kommt er ja auch gar nicht so oft. Vielleicht hat er nicht so eine häufige Respawn-Rate. Das wäre auch interessant zu wissen. Ja, in ein paar Wochen weiß ich Bescheid. Ja, es windet immer noch. Da, wenn ich stehen bleibe, dann tut es mich zurückschieben. Der hatte aber auch nichts Besonderes dabei. Schade. Ich weiß nicht, ob die auch was droppen können. Was einen dann so ein bisschen besser ausrüstet. Bis jetzt war nichts dabei. Gucken wir mal, da ist noch irgendwie ein Event. Ist das eins von denen? Doch, da kann man was klicken. Ach du je. Ah, muss man da ein bestimmtes Muster einstellen? Kann das sein? Das ist ein Rätsel. Das ist aber dann doof, wenn da mehrere rumklicken. Dann kriegt man das ja nie. Dann warte ich jetzt mal. Das ist ein bisschen so wie in Lotro. In der einen Instanz, wo man da diese...
da halt immer so drehen muss. Und wenn dann jeder dreht, wie er lustig ist, dann kommt man zu keinem Ziel. Da muss man sich immer ein bisschen absprechen. Aber das hat jetzt einfach für mich auch gegolten. Nur weil ich da in der Nähe war. Das ist auch praktisch. Da ist so ein großer Wurm aus dem Jenseits. Aber ich finde die gar nicht so hübsch. Deswegen finde ich das auch nicht schade, wenn ich den nicht kriege. Klar bin ich immer froh um jedes Mount, was ich kriegen kann. Aber so ein Fressform da brauche ich nicht. Das ist nicht so schlimm, wenn ich den nicht habe. Ih, der hat auch irgend so eine komische, böse Ausstrahlung, oder? Sitzt da? Da sitzt so ein Vogel. Was passiert mit dem? Gürze des Amatet. Also auch einfach bloß kaputt machen. Oh, noch einer. Da hinten haben wir noch einen. Vielleicht hauen die den Elite da hinten gerade um miteinander irgendwie. Dann habe ich da Hilfe. Das wäre ganz nett. Aber jetzt wartet natürlich niemand. Wohin stand die ganze Mannschaft da? Ah, doch, so ein paar Leutchen sind auch da. Ich denke mal, die warten hier einfach immer, bis so ein Dicker da kommt. Und dann haben sie die Quester auch, Elite-Kämpfer der Amatet. Ich schätze mal, in so eine Vision kommen wir heute noch nicht, weil da muss man ein bisschen farmen für, bis man genug von diesen Sensen oder was das ist, zusammen hat. Da muss man dann schon ein paar Tage farmen. Also so 2 bis 3 Mal pro Woche, habe ich gehört, kann man dann so eine Vision machen, immer wenn man genug zusammen hat. Und nachher müssen wir dann noch die Bogenschützen suchen. Aber ich fliege noch ein bisschen rum. Ich gucke noch, ob ich noch Events. Da habe ich jetzt hier schon so ein gesteckt Debuff. Übler Gestank des großen Wurms. Ah! Wenn man dem zu nahe kommt, das war dieses Dunkle, was mich angedatscht hat. In der Nähe eines großen Wurms aus dem Jenseits geflogen. Fluggeschwindigkeit um 60 verringert. Oh nein! Na, das natürlich nicht. Dann also fernhalten. Okay. So, was haben wir denn noch? Da haben wir noch so normale. Aber ich suche ja noch diese Bogenschützen. Wächter. Champions. Die habe ich jetzt alle schon. Da ist noch einer. Und eine Kiste sehe ich da auch, aber die Kiste läuft mir nicht weg. Hoffe ich, dass das so ist wie immer. Oh nein, jetzt ist er gerade umgefallen. Schade. Aber ich glaube, da gibt es noch genug. Ah, hier sind die Bogenschützen. Dann können wir doch hier gerade mal ein bisschen aufräumen. Da brauchen wir 8 Stück. Was ich auch gut finde, ist, dass sie eben das Fliegen einem da nicht irgendwie wieder wegnehmen. Das machen sie ja manchmal ganz gern. Also, dass man dann da nicht fliegen kann oder so, aber das ist hier ja zum Glück. Das war ja sonst auch freigeschaltet. Wäre ja blöd, wenn man dann plötzlich nicht mehr fliegen kann. Ach, ich muss ja meinen Taunt noch anmachen. Den hatte ich ja vorhin mal ausgemacht. Den können wir wieder wegmachen, der ist schon tot. Ah, der geht! Hallo! Ein kurzes Hallo zurück. Einmal auf dem Durchflug. Ich habe schon gesehen, ihr habt heute wieder was vor. Ah ne, den Zeloten brauche ich nicht. Aber den Schützen da hinten kann ich wieder noch holen. Da haben wir. Nee, das ist einfach nur. Was ist das? Truhe. Eine Truhe. Das kommen wahrscheinlich beide, ja.
hier schaffen. Ah, die sind hier gefangen. Kann man die befreien? Ah, ja, die kann man dann befreien. Sehr schön. Gibt dann wahrscheinlich auch hier Fortschritt. Auf der Leiste. Ja, heute wieder Zombies kloppen. Ah, dann werde ich nachher mal vorbeischauen, wenn ich hier fertig bin. Ich werde wahrscheinlich nur das Event streamen. Und wenn ich nichts mehr finde, keine weiteren Quests oder so, dann werde ich wahrscheinlich auch hier dann erstmal Schluss machen. Dann gucke ich bestimmt mal bei euch vorbei. Hä? Doch, sagte ich gerade, jetzt geht's plötzlich nicht mehr. Geht mal weg hier. Ich will ja was schaffen. Sag mal. So schön die Pets sind, aber beim Looten und so, da stehen die immer im Weg. Also es gibt seit heute, gibt's einen neuen Patch. Und keine neuen Gebiete, aber in bekannten Gebieten ist quasi ein neues Event freigeschaltet worden. Die Anhänger von Zoth ist quasi die Invasion von denen und wir müssen sie halt zurückschlagen. Und es gibt dann ein neues Item-Feature, also das, die Rüstung kann nicht nur viele tolle neue und bessere Eigenschaften besitzen, sondern die wird jetzt auch eine Verderbnis drauf haben. Das heißt, man kann immer nur eine bestimmte Menge Ausrüstung tragen, bevor die Verderbnis, die auf der Rüstung ist, eine negative Auswirkung hat, die einen dann eben so einschränkt, dass man eigentlich mehr Schaden als Nutzen hat dann durch die Ausrüstung. Und grob gesagt ist es so, wir kriegen einen legendären Gegenstand, das wird dann ein Umhang sein, auf den kann man auch quasi leveln und je höher der halt gestuft ist, desto mehr Verderbnis kann der kompensieren. Das heißt, es ist Farmen, 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 Farmen angesagt, also jeden Tag hier Dailies machen, alles abverspannen und alles mitmachen. Also Blizzard will uns beschäftigt halten bis zum neuen Addon. Und wer Raiden geht, braucht den Umhang wahrscheinlich sowieso ganz dringend. Der muss das machen, die Casuals. Halt einfach so, wie sie lustig sind. Aber ich werde auch mal gucken, dass ich da schon ein bisschen Zeit rein investiere und mir ein bisschen was erarbeite. Ich glaube, wir haben noch nicht alle. Wir brauchen noch zwei Bogenschützen. Und ja. Ruf gibt's zu farmen, es gibt wohl ganz viele. Ja, genau. Es gibt Mounts, es gibt einfach nur so Transmog halt und Cosmetics und Pets und was weiß ich. Also für die Sammler ist da schon auch was dabei dann. Und aber ja, wie gesagt, man will die Leute beschäftigt halten. Und es gibt dann auch einen neuen Raid noch, den ich mir dann auch anschauen werde, aber nur im LFR, weil ich die mag nicht mehr pro Raiden. Das habe ich hinter mir. Das tue ich mir auch nicht mehr an. Die Zeit mag ich nicht mehr aufbringen und auch nicht den Frust, muss ich sagen. Ich habe so viele Stammraids hinter mir und immer gab es irgendwann an irgendeinem Punkt so Zoff, dass sie sich aufgelöst haben oder sonst irgendwas. Und nee, das muss nicht mehr sein. Und dafür hat man dann so viel Energie reingesteckt. So. Jetzt habe ich doch meine 8. Nö, einer fehlt noch. Ach, das war kein Bogenschütze, sondern ein Zelot. Okay. Aber sonst, ich finde es sowieso immer spannend, wenn es dann Quests gibt oder neue Sachen zu erkunden. Und natürlich auch eben Mounts, Pets und so weiter. Das ist immer schön. Und ich weiß ja, in Lotro gibt es ja auch so eine Menge Zeug, was man da jeden Tag immer rumfarmen kann. So, der sind wir auch bald voll, aber wir brauchen sowieso noch so ein paar Elite-Krieger. Gucken wir mal, da vorne noch mit einen mit abgreifen können am Eingang. Wie vorhin auch. Ja, da liegt schon einer tot. Da kommt doch bestimmt bald der nächste. Also die hier, die warten hier auch fast einfach nur fast auf den, aber da hinten sind auch noch mehr. Da braucht man eigentlich gar nicht hier so lang rumstehen und die Zeit totschlagen. Mal den noch. Ah, da unten hat es doch auch, aber da sind natürlich mehrere. Da wären ja auch Elites. Oder eben oben, da wo der König war. Da waren eine, aber die waren ganz schön stark. Der hat mich alleine erledigt. Weil der einfach die Pets so runterhaut.
Können uns ja noch ein bisschen umschauen. Ich weiß jetzt nicht, ob die... Nee, die Ras gelten nicht als Elite, weil die ja eigentlich nicht unbedingt Elite sind. Da wäre eine Elite gewesen. Der ist aber jetzt schnell... Ah, vielleicht machen die den auch noch. Guck mal hier, hier steht noch einer. Oh ja, komm, zu zweit. Das ist schon besser. Ja, Raiden kann echt anstrengend sein. Bin mal gespannt, wie das in Lotro wird, wenn da der neue Raid rauskommt. Ah, da gibt es jetzt wieder neuen Content. Ich bin ja bei Lotro nicht so auf dem neuesten Stand. Wenn, dann kriege ich es bei euch mit. Mein Bruder hat früher auch gespielt, aber der spielt inzwischen auch kaum noch oder gar nicht mehr. Hat es sich zwar überlegt in der Zeit, wo ich gespielt habe, aber hat es eigentlich nicht gebacken gekriegt, weil das ist auch so einer, der nur ein Spiel richtig spielen kann. So wie ich auch. Also ich kann nicht mehrere MMOs wirklich gescheit spielen. Weil die doch wahnsinnig viel Zeit fressen. Vermutlich Richtung März soll ein Raid kommen. Ende des Monats rechne ich mit der neuen 6er Ini. Ah ja. Ja, da ist ja auch immer so ein bisschen so nach und nach. Kommt immer wieder was dazu. Und damit es spannend bleibt. Ist ja auch schön, dann, wenn man den dann wieder so erkunden kann. Oh, da brennen Schiffe. Und da gibt es auch ein Event irgendwie. Was muss man da machen? Oh. Wirft eine Fackel und entfacht einen Brand. Die brennen aber schon alle. Und kann ich das im Fliegen machen? Das wäre super. Nee, geht natürlich nicht. Aber die brennen doch schon alle. Muss ich doch gar nichts mehr machen. Da sieht man hier irgendwo einen... Optional sprecht mit Hauptmann Hader. Ah ja, jetzt. Jetzt kann ich. Jetzt kann ich sie anzünden. Aber der Cooldown von der Fackel ist ja auch doof. Wir wollen, wie bei der letzten Inni, wieder mit der Chaos-Truppe eine blinde Erkundung starten. Oh, das finde ich super. Sowas finde ich toll. Ich fand das immer schade, wenn es dann immer hieß, Leute, lest euch die Guides durch und dann musst es sofort sitzen und dann und so. Also das fand ich eigentlich immer schade, weil du hast dann halt schon genau gewusst, was dich erwartet, wie der Boss ist und was so kommt. Und ich bin auch so jemand, der beim ersten Mal eigentlich ganz gern nur einfach guckt und ausprobiert. Und dann von mir aus auch Learning by Doing. Und was ich cool fand, zu Klassikzeiten noch, da war ich in einem Raid. Da hat der Raidleiter dann auch gesagt, bei BWL war das. Also bei MC war das nicht. Da haben wir noch die Guides angeguckt und wussten, was wir machen müssen. Und bei BWL hat er gesagt, er will keine Taktiken hören. Er will das alles selbst rauskriegen. Und wir sind Woche um Woche am ersten Boss gescheitert. Und irgendwann nach ein paar Wochen haben wir dann doch mal einen Guide gelesen oder geguckt, wie andere denn machen, ob es da noch was Besseres gibt. Also wir wussten zwar schon, was wir machen müssen, aber irgendwie haben wir den halt doch nie gelegt. Und ich glaube, heute, die heutigen Raid-Gilden können sich das überhaupt nicht mehr vorstellen, dass man wirklich Woche um Woche in so einen Raid läuft und am ersten Boss vibet und das den ganzen Abend lang macht. Also heutzutage rennen die Leute ja immer schon weg, wenn der Boss, der erste Boss nicht schon beim zweiten Mal liegt, spätestens. Beim ersten Mal kommt dann schon Frust auf, was ich total schade finde. Und also früher, das war alles viel schwerer und man war auch viel hartnäckiger dran. Wobei wir natürlich auch auf dem Server eine von den zwei führenden Raid-Gilden waren. Also es waren natürlich, ja, es waren 4 bis 5 Raid-Tage in der Woche und so. Also das habe ich alles schon miterlebt. So richtig extremes Raiden und eigentlich nur noch die übrige Zeit, die du hast, die verwendest du eigentlich nur, um deine Tränke wieder zu farmen oder das Gold dafür. Ups, wo hat es jetzt? Ausgegrabener Hüter? Also das war schon richtig Schwerstarbeit. Also wenn man da so intensiv... Ups! Nicht gleich drin landen. Ach, das könnte ich doch allein schaffen, oder? Und von dem her habe ich das alles schon mitgemacht. Aber da habe ich jetzt keine Lust mehr dazu. Sowas. War jetzt, also die letzten Raids, in denen ich war, das waren dann schon auch mehr so Casual Raids, die nicht ganz so extrem strikt und streng waren.
Aber auch da ist es dann, da ist es dann oft so das Problem, dass dann halt keine. Wie stark ist denn der? Ah ja, 1,4, das müsste eigentlich gehen. Ach, da kommt ja noch einer. Dann soll es eh gehen. Aber da war es dann immer das Problem, dass dann wieder Leute gefehlt haben und dass dann deswegen ein Raid ausgefallen ist und so. Und das finde ich super bei euch, dass ihr dann quasi so eure Stammgruppe habt und so einen festen Kern und dass ihr auch so viel miteinander macht. Das finde ich super. Also auch fast jeden Abend oder halt relativ oft. Das finde ich schön. Dass ihr euch auch als Gilde so unter die Arme greift und miteinander was macht. Hab damals bei den Erebor-Innis einen kompletten Abend mit meinem Bruder und einem weiteren. Mal hier noch dritt draufschauen. Aus unserem Raid zu dritt eine Zwölfer gestürmt, um Gegner kennenzulernen. Also reinrennen, Tooltips machen, Kampfblock. Aha! Ja, das. Das sterbe ich gleich. Erstmal weg hier. Sind da doch so viele? Vorhin kamen, waren es nur drei und jetzt kommen so viele. Dann mache ich mal nur einen, dann mache ich hier kein Area rein. So, der Hüter ist platt, aber die Adds bleiben. Heutzutage haben die Raid-Sippen ihre Taktiken schon auf der Beta. Ja, eben, genau so ist es. Die gehen schon alle auf den Beta-Server, damit sie da schon richtig gebieft sind und die Taktiken in- und auswendig kennen. Und auf dem Live-Server, da hauen sie den dann nur noch schnell um, quasi. Das stimmt, das ist in WoW genauso. Bisher war ich noch nie in einer Profi-Raid-Gruppe, immer nur Freizeitgruppen. Ja, wie gesagt, das war zu Anfangszeiten. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ja, doch, ich war in einer kleinen, also bin ja hier, also hier nicht mit der Horde-Jägerin nicht, aber mit meiner Allianz-Jägerin bin ich auf dem RP-Server. Und da war ich in einer kleinen Nachtelfen-Gilde. Also die hat nur Nachtelfen aufgenommen damals. Und über die sind wir dann in diesen Pro-Raid gekommen. Und die war aber auch immer, also die Leiterin war aber auch immer sehr ehrgeizig. Also die wollte ja auch immer alles möglichst als erstes haben und als Main-Healer immer als erstes equipped werden und bla bla. Also die war schon sehr ehrgeizig. Und oh, da haben wir noch eine Elite. Können wir gleich noch mitnehmen. Und über die bin ich dann überhaupt in den Pro-Raid gekommen, sonst wäre ich da wahrscheinlich gar nie reingekommen. Also, oder hätte mich gar nicht dafür interessiert oder mir das gar nicht zugetraut. Und so habe ich das halt erlebt. Und ich hatte ja dann auch mal ausgesetzt mit WoW oder mit Raiden und irgendwann wollte ich dann wieder mit und dann haben sie so gemeint, nee, dich nehmen wir nicht mit, du bist nicht so gut equipped und so. Also die waren da schon. Die wollten mich also auch nicht einfach mal ein paar Raids einfach mitziehen, damit ich equipped werde oder so. Also das war dann schon ziemlich Ego bei denen. Die feindlichen Streitkräfte sind aufgerieben und auf dem Rückzug. Kehrt, wenn ihr könnt, nach Ramkan zurück. So, ups. Wo sind meine Quests hin? Was ist denn da los? Hä? Ich bin hier aber jetzt auch irgendwie in den. Hä? Ich habe nämlich vorhin gesehen, dass da so ein paar Kreise waren. Ich muss jetzt wahrscheinlich. Irgendwie waren die Quests fertig. Ich fliege hier mal kurz raus. Weil ich wollte eigentlich noch seltene Kämpfer. Klickt, um Bereiche zu sehen, die von N'Zoth-Streitkräften angegriffen werden. Ah, okay. Meldet sich aber, ändert sich im Moment nichts wahrscheinlich, weil ich sowieso schon hier in dem Gebiet bin. Weil ich muss noch, auch noch eine Lidekämpfer und oh, noch einige Rares. Aber die Quest hier ist fertig, die könnte ich abgeben. Aber irgendwie hat es mir jetzt mein Quest-Anzeigetool. Nee, hier hat sich irgendwas verändert. Hier ist irgendwie ein Event. Auch irgendwie. Weil hier sind jetzt so Abwehrpalisaden und der Hauptmann hier leuchtet und ich soll hier wohl irgendeinen Angriff abwehren. Das war vorhin nicht. Aber ich brauche hier eh noch den Elite. Okay, ich ziehe mal weiter. Bis später vielleicht. Wir sehen uns nachher noch, denke ich. Ja, bis später. Danke, dass du da warst. Und falls du noch da bist, sagst der Jule gleich mal einen Gruß von mir.
So, die Elite-Kämpfer haben wir auch. Ich werde jetzt einfach mal nach unten gehen und gucken, warum hier jetzt alles anders ist. Also das, diese Barrikaden, die waren vorhin nicht. Und da leuchtet ja auch, da hat gerade vorhin was geleuchtet. Mal gucken. Nee, da ist nichts mehr, oder? Und dann müssen wir wahrscheinlich zum Stützpunkt.